Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrter Herr Bundesratspräsident, sehr geehrter Herr Weihbischof, sehr geehrter Herr Präsident des Bundes der Vertriebenen, sehr geehrter Herr Aruna Giri-Nathan, Exzellenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag und den Landtagen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gedenktage sind Denkmäler in der Zeit. So sagt es die Kulturwissenschaftlerin Alida Aßmann, die in diesem Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten wird. Die Bedeutung eines Gedenktages zeigt sich also in der Zeit und mit der Zeit, nämlich an den Tagen selbst. Und Gedenktage brauchen Pflege durch Menschen und das jedes Jahr von Neuem. Heute und hier haben viele Menschen diesen Gedenktag vorbereitet und geplant. Es wurden Musik und Blumen ausgewählt. Viele von ihnen haben eine Reise auf sich genommen, um heute hier zu sein. Die Redner haben über ihre Rede nachgedacht. Die Musiker haben die Lieder geprobt, die wir heute hören. Das mögen für sich genommen Kleinigkeiten sein. Im Großen sind aber all diese Vorbereitungen bereits ein Teil des Gedenkens selbst. Ein Teil von dem, was dem Gedenktag seine Bedeutung verleiht. Und deshalb möchte ich heute beginnen mit einem Dank an alle, die heute an dieser Gedenkstunde beteiligt sind. Von den Helferinnen und Helfern bis zu Ihnen, verehrte Gäste, und vorneweg natürlich stellvertretend für alle ein Dank an Sie, verehrte Frau Bundeskanzlerin. Sie machen diesen Gedenktag zu etwas Besonderem und dafür danke ich. Ich habe heute schon außerordentlich bedauert, dass ich gar nicht da sein sollte, wie die Presse berichtet hat. Aber das war auch eine der vielen Falschmeldungen, die wir so in den letzten Tagen lesen und hören durften. Meine Damen und Herren, heute genau vor 70 Jahren war der Stichtag der Währungsreform in unserem Lande, der 20. Juni 1948. Es war der Tag, der für die Menschen in einer jungen Bundesrepublik die wirtschaftliche Wende der Nachkriegszeit symbolisierte. Und die besonders Betroffenen an diesem Tag waren die Vertriebenen. Sie verfügten über keinerlei Sachwerte. Sie waren keine Großgrundbesitzer oder Fabrikanten, keine Großbauern. Sie stammten meist aus wenig aussichtsreichen Verhältnissen. Verletzt, vom Hunger gezeichnet und traumatisiert, gelangten sie in ein zerstörtes Land, ja in das größte Trümmerfeld aller Zeiten. Und dort wurden sie häufig als Fremde und Konkurrenten um Obdach und die knappen Lebensmittel empfunden. Und so sehr der 20. Juni 1948 kein Tag der Besserung, sondern eher ein Tag der Verschlechterung für die Vertriebenen war, so markiert dieser Tag dennoch auch den Anfang ihres Aufstiegs. Die Vertriebenen erwiesen sich, wie wir wissen, in der Folge nicht nur als ausgesprochen versöhnungsbereit, sondern auch als leistungsbereit und leistungsstark. Sie suchten ihre Chancen dort, wo sie sich boten, waren bereit, mit harter Arbeit ihrem vermeintlich vorbestimmten Leben in Armut zu entkommen. Und es schien, als habe der Schock der Vertreibung ungeahnte Kräfte freigesetzt, die zumindest in der Generationenfolge den sozialen und wirtschaftlichen Aufstieg bewirkten. Meine Damen und Herren, das westdeutsche Wirtschaftswunder
das für unser Selbstverständnis und der Lauf und den Lauf der Geschichte unseres Landes eine so wichtige Rolle spielt, es wäre ohne den Einsatz der Vertriebenen nicht möglich gewesen. Und dafür möchte ich Danke sagen. Ihr Fleiß und Ihre Arbeit waren ein wichtiger Bestandteil der Erfolgsgeschichte des Made in Germany. Ohne die Leistungen der Vertriebenen wären wir nicht das starke und selbstbewusste Land, das wir heute sind. Wer das Schicksal der Vertriebenen kennt, der kann auch nachempfinden, was viele Flüchtlinge unserer Tage erlebt haben und leidvoll erfahren. Ich weiß, beide Gruppen sind nur schwer miteinander zu vergleichen, aber die Lehren daraus sind ähnlich. Nämlich die Lehre, dass Frieden kostbar ist, dass Humanität am Anfang unseres Denkens stehen muss und dass wir unsere Orte der Vertrautheit nicht erst als Heimat erkennen und bewahren sollten, wenn sie verloren sind. Meine Damen und Herren, jeder fünfte Deutsche hat Vorfahren aus Pommern, Schlesien, Ostpreußen oder der Bukowina. Das Schicksal der Vertriebenen, an die der heutige Gedenktag vor allem erinnert, gehört damit zur Geschichte vieler, vieler Familien in unserem Land. Beim Erinnern an sie und ihre Geschichte erkennen wir, was uns wichtig war, was uns wichtig ist und was es heute wert ist, bewahrt und geschützt zu werden. In diesem Erinnern, meine Damen und Herren, erkennen wir unser Land und unsere Heimat. Das ist für mich der tiefere Sinn des heutigen Gedenktages. Gut, dass wir diesen Gedenktag haben. Ich heiße Sie. Ich heiße Sie alle noch einmal herzlich willkommen und freue mich auf die weiteren Reden. Dankeschön. Gut, dass wir diesen Gedenktag haben. Frau Bundeskanzlerin, Herr Bundesinnenminister, Exzellenzen, verehrte Damen und Herren. Mein Grußwort an diesem Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung muss an Vergangenes erinnern, dass das bis in die Gegenwart wirkt und auch unsere Zukunft prägt. Ich bin am 23. Januar in Meerisch-Trübau als tschechoslowakischer Staatsbürger deutscher Volkszugehörigkeit geboren. Mein Vater war damals tschechischer Soldat in Ungarisch-Radisch und bekam nur dann Heimaturlaub, nachdem die Polizei in meinem Heimatstädtchen sich erkundigt hatte, ob ich überhaupt da war. Das war mein erster Kontakt mit der tschechischen Staatsmacht. Ob dieser Beamte, der mich damals als Säugling ins Auge gefasst hat, später 11 Jahre derselbe war, der gerufen hat: Gerhard Pischl, ruf auf die Auto. Das weiß ich nicht. Aber mit diesem Ruf wurde ich einer von 12 Millionen deutscher Heimvertriebener aus Mähren, aus Böhmen, der Slowakei, aus Ungarn, Schlesien, Ostpreußen,
aus den ehemaligen deutschen Ostprovinzen und Siedlungsgebieten in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Aber das ist nicht mein persönliches Problem, das mich allein trifft, sondern das ist ein Massenproblem, das auch bei der Einzelbetrachtung meines persönlichen Schicksals von Flucht zunächst und später Vertreibung nicht richtig gesehen werden kann. Die Vertreibung von 12 Millionen Menschen ist ein soziales Ereignis, das in seinen Zahlenverhältnissen und auch in der Methode der Durchführung in der bisherigen Geschichte seinesgleichen nicht hat. Nur eine Gesamtschau unter Berücksichtigung der sozialen und massenpsychischen Gesetzlichkeiten könnten uns hier ein richtiges Bild geben. Gleich zu Beginn sage ich es. Trotz aller berechtigter Klagen und allen Versagens ist auf Ganze gesehen die Aufnahme der vielen Millionen völlig verarmter Menschen, der Heimatvertriebenen, der Ausgebombten und der Kriegsversehrten und später auch der Menschen aus Mitteldeutschland in das zerschlagene Deutschland der Nachkriegszeit eine ungeheure sittliche, soziale, wirtschaftliche und politische Leistung unseres Volkes. Und es ist weiterhin eine staunenswerte Leistung für Einheimische und Vertriebene, dass viele Gruppen trotz Hunger und Armut und trotz der bestehenden Gegensätze bis in die Gegenwart friedlich miteinander leben. Da sei es gleich am Anfang gesagt, eine der Wurzeln, dass dieses gelungen ist und gelingen konnte, bestand darin, dass die nach Deutschland gekommenen selber Deutsche waren, dieselbe Sprache sprachen, in ihrer religiösen Eigenart gleich waren, dass die sogenannten Werte unseres Volkes, nämlich Fleiß, Ausdauer, Beständigkeit, Zuverlässigkeit, für sie auch da waren und miteinander Gründe dafür sind, dass dieses gelingen konnte. Denn zunächst ging es doch um das nackte Überleben, dass man Nahrung hatte, ein Dach über den Kopf, um Arbeit und Unterkunft. Und die ersten Jahre waren schwer und viele haben sie gar nicht überlebt. Dieser Zeit folgten bald die Bemühungen um die Eingliederung, wirtschaftlich, kulturell, gesellschaftlich und auch kirchlich. Wirtschaftlich ging das verhältnismäßig schnell, gesellschaftlich und kirchlich langsamer. Teilweise auch zu erklären aus dem Rückkehrwillen, der ja auch noch da war und den Heimatvertriebenen in aller Not einen Halt geboten hat. Man hat mit Recht das Flüchtlingsproblem in Deutschland eine kommunistische Atombombe mit Zeitzünder genannt, weil aller Voraussicht nach aus dem Elendshaufen eine Revolution hervorgehen musste. Ob man da nicht vom tragischen Glück reden kann, dass unter den Entwurzelnden auch ihre Kirchen und ihre Priester und Pastoren waren. Schon zu einer Zeit, als noch niemand in der Welt etwas wissen oder gar hören wollte von den entsetzlichen Dingen, haben die Kirchen nicht nur die These von der Kollektivschuld des deutschen Volkes abgelehnt und sich von Anfang an für das Heimat- und Menschenrecht der Vertriebenen eingesetzt und viele Hilfen geleistet. Bei alledem darf man nicht vergessen, dass die alte Heimat, in Anführungsstrichen, immer präsent bleibt, Ausgleich, Versöhnung mit den Vertriebenen geschah. Aus eigener Erfahrung ist es auch an der Zeit,
das Loblied der Betroffenen zu singen, vor allem der Frauen, Mütter und Großmütter, die sich nicht dem Schmerz und dem Heimweh hingaben. Und neben dem Selbsterhaltungstrieb war es in erster Linie der Familiensinn, der den Vertriebenen den Impuls gab, den Blick in die Zukunft zuzuwenden und das Leben von Neuem wieder miteinander aufzubauen. Ich bin Augenzeuge und gehöre der Erlebnisgeneration an, und ich weiß nicht, wie viele es davon noch gibt, dass mit unserem Tod nicht eine biologische Lösung eintritt, wobei das Dunkle in der Vergangenheit endlich vergessen wird. Das ist meine Hoffnung. Denn die Vertreibung ist kein Privatproblem, denn es braucht noch viele solche Gedenktage. Sehr verehrte unsere Kanzlerin Frau Merkel, unser Innen- und Heimatminister Herrn Seehofer, Damen und Herren, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, eine Stimme für die Menschen zu geben, die Flüchtlinge, die nicht in der Lage sind, unsere Sprache zu sprechen, weil sie das noch nicht gelernt haben, weil sie vielleicht nicht in der Lage sind, ihre Geschichte zu erzählen, weil sie so traumatisiert sind, dass sie das verarbeiten müssen. Ich erzähle euch eine von vielen Geschichten, meine Geschichte. Ich bin als Kind von 5 Kindern in einer tamilischen Minderheitsfamilie im Norden Sri Lanka geboren worden. Schöne Erinnerung. Ich kann mich an die Schulwege erinnern, mit meiner Großmutter auf den Feldern gearbeitet. Nicht zu vergessen, Tempelbesuch mit der ganzen Familie. Wunderschöne Bilder. Als ich 5 Jahre alt war, hat der Bürgerkrieg auf Sri Lanka begonnen. Schrecklich. Ständig das Haus verlassen, immer bei Fremden zu Hause, doch nicht ganz zu Hause zu sein, in der Nacht aufstehen, ins Bunker, den man selber gebaut hat. Ich habe die 6. Klasse noch beendet. Meine Schwester ist krank geworden. Heute weiß ich, dass sie eine Niereninsuffizienz hatte. Im Bürgerkrieg war es nicht möglich, die Therapie, die sie damals brauchte, zu bekommen. Sie ist mit 12 Jahren verstorben. Nachdem ich die 6. Klasse beendet habe, ich konnte nicht mehr zur Schule gehen, die Lehrer kamen nicht, Angst, dass sie auf dem Schulweg sterben können. Eltern haben ihre Kinder nicht zur Schule schicken wollen, weil sie Angst hatten, dass die Kinder verloren gehen. Ich stand am Straßenrand, habe Obst und Gemüse verkauft. Ich war 11 Jahre alt, habe das Geld verdient für die Familie. Als ich 12 Jahre alt wurde, hat meine Mutter mich gefragt, Kind, würdest du nach Deutschland gehen? Meine Frage war, kann ich dort zur Schule gehen? Sie sagte ja. Ich bin vom Norden Sri Lanka nach Colombo gebracht worden. 3 Tage lang war die Reise. Meine Mutter hat für mich einen Schlepper gefunden, der mich binnen 5 Tage nach Deutschland bringen sollte. Sie hat ihn sehr viel Geld bezahlt. Grundstück, den sie bekommen hat von den Großeltern, verkauft. Geld noch von meinem Onkel ausgeliehen, der in Hamburg lebte. Bin am 6. Januar 1991. Meine Mutter stand vor mir, auf die Knie, sagte Tschüss. In dem Moment wurde mir bewusst, dass meine Mutter gar nicht mitkommt, dass ich alleine auf Reise bin. Ich habe geweint, ich durfte nicht weinen, weil der Unterhändler, der Schlepper, sagte, wenn du weinst, dürfen wir dich nicht mitnehmen, weil am Flughafen gefährlich sein kann. Ich habe 3 Versprechen meiner Mutter abgegeben.
trinke niemals Alkohol, rauche nicht. Wenn du wiederkommst, komm als Arzt wieder zurück. Ich bin losgeflogen am 6. Januar 1991 über Singapur, Dubai nach Togo, von Togo nach Ghana, von Ghana über Togo nach Benin, von Benin nach Nigeria. Dann in der Nacht von 9. auf 10. September 1991 über Spanien in Frankfurt als minderjähriger unbegleiteter Flüchtling mit 13 Jahren angekommen. Nach 8 Monaten wurde ich sie. Ich kam in ein Kinderheim, Tag später. Mein Onkel aus Hamburg kam, hat mich abgeholt. Er hat für mich den Vormundschaftsantrag gestellt. Ich bin Hamburgs zur Schule gegangen, habe Deutsch gelernt. In der 9. Klasse wurde ich Klassensprecher. Im gleichen Jahr wurde ich auch Schulsprecher. Ein paar Wochen später bekam ich den Bescheid der Abschiebung. Ich war verzweifelt. Ein kleiner Mangobaum mit kleinen Wurzeln, die man aus Sri Lanka nach Deutschland gebracht hat. Man pflanzt sie. Dieses Bäumchen möchte wachsen, braucht neue Wurzeln. Entstehen kleine Wurzeln, das wird zerrissen. Ich war verzweifelt. Oft habe ich als Kind die Kontrolle nie verloren, aber an dem Tag schon. Ich stand im 11. Stock unseres Hochhaussiedlung im Osten von Hamburg. Ich wollte springen. Und heute bin ich glücklich und dankbar, dass ich hier bin. Ich habe an meine Mutter gedacht, an all die Opfer von Menschen, die dafür einen Beitrag geleistet haben, dass ich hier bin, in meinem neuen Zuhause. Am nächsten Tag ging ich zur Schule. Ich habe meine Geschichte allen erzählt. Klassenlehrer, Klassenkameraden, alle haben mir geholfen. Dafür liebe ich Hamburg. Dafür liebe ich Deutschland. Ich durfte mein Abitur zu Ende machen. Mein Klassenlehrer hat für mich die Bürgschaft übernommen. Ich durfte in Lübeck Medizin studieren. Im 2006 habe ich das Buch Allein auf der Flucht geschrieben. Warum? Ich finde, es ist wichtig, wenn ich als Fremde in ein Land reinkomme, dass ich mich vorstelle, dass die Menschen in unserem Land verstehen, warum habe ich meine Heimat verlassen? Wie ist der Weg zu uns? Ich habe über 100 Lesungen gemacht, zu verstehen, warum Menschen Heimat verlassen. 2008 habe ich mein Studium bestanden. Ich bin Arzt geworden. Ich bin geprägt von den Worten meiner Mutter beim Besuch beim Ärzten. Es war immer ein Odyssee im Krieg. Stundenlang wartete meine Mutter mit dem kranken Kind, meine Schwester. Das Flüstern ins Ohr, wie schön das wäre, wenn wir einen Arzt in der Familie hätten. Ich habe es nie vergessen. Im gleichen Jahr endlich die Anerkennung deutscher Staatsbürger. Ich habe dafür gekämpft. Ich war längst ein Teil unserer Gesellschaft. Ich fühlte mich nicht fremd. Niemand war mir fremd. Ich war in meinem neuen Zuhause. Ich habe es groß gefeiert im Garten von meinem Klassenlehrer, für mich ein deutscher Vater, der Lorenz Köhler, für den ich das erste Buch gewidmet war. Meine Eltern haben alles dafür getan. Nach dem Tod meiner Schwester, sie wollten kein Kind mehr sterben sehen. Alle Kinder wurden weggeschickt. Meine Schwester nach mir lebt in Kanada, die danach in London, mein Bruder in New York. 5 Nationalitäten, ich bin natürlich ein deutscher Staatsbürger. Meine Eltern sind auf Sri Lanka geblieben. Die Träume gehen weiter, wenn man seine Ziele erreicht hat. Ich träumte davon, ein Herzchirurg zu werden. Ich arbeitete während meinem Studium zuerst als Tellerwäscher, dann bei McDonald's Burger verkauft, 6 Jahre in der Pflege, in der Herzchirurgie. Ich fand die Herzchirurgen immer cool. Ich wollte auch so cool sein. Also mein Traum, Herzchirurg zu werden. Ich habe über 7,5 Jahre in Hamburg in der Uniklinik gearbeitet. Ich war Assistenzsprecher, ich war im Betriebsrat, ich saß mit Montgomery im Ärzteparlament. Nach 7,5 Jahren, auf die Frage, wann ich ausgebildet werde, für Sie ist das schon ausreichend.
wo sie sich gerade befinden. Ich finde es wichtig, dass man sich diplomatisch verhält. Ich finde es wichtig, dass wir miteinander sprechen. Ich finde es wichtig, dass wir Kompromiss schaffen. Jede Beziehung besteht aus Kompromiss. Aber ich darf mich nicht brechen lassen, dann verliere ich mich. So bin ich nach Bayern gegangen. Ich lebe in Bayern und ich bekomme nächstes Jahr mein Facharzt zum Herzchirurgen. Ich habe dann, danke. Ich wollte nie der Opfer sein, Opfer von Diskriminierung wegen meiner Hautfarbe, wegen meiner sexuellen Orientierung. Nein, ich wollte immer als Sieger rauskommen. Ich habe im weiteren Verlauf dieses Buch geschrieben, Der fremde Deutsche. Warum eigentlich? Ich fühle mich gar nicht fremd in unserem Land. Es ist völlig normal, wenn ein blond-blauäugiger auf Sri Lanka auftaucht und sagt, er ist ein Sri Lankaner. Die werden Leute für ihn fragen, wie, du bist ein Sri Lankaner. In Deutschland ist es auch so manchmal. In den USA, wenn ein Dunkelhäutiger sagt, er kommt aus den USA, wir hinterfragen das nicht. Es ist völlig in Ordnung, dass Menschen hinterfragen. Die Menschen meinen das gar nicht böse. Wenn sie mich fragen, wo kommen sie denn richtig her? Das ist 99% positiv gemeint, reine Neugier. In 20, 30 Jahren wird das vielleicht nicht der Fall sein. Menschen, die so aussehen wie ich, dürfen nicht als Fremde gesehen werden. Aber wir dürfen nicht auf die Zeit warten. Wir müssen die Zeit nutzen. Das heißt, wir müssen den Dialog von den Menschen, die zu uns kommen, fördern. Wir möchten miteinander sprechen und miteinander leben und nicht nebeneinander. Ich möchte jetzt als ehemaliger Flüchtling, als deutscher Staatsbürger den Dialog zwischen den Menschen, die zu uns kommen, die sich als Fremde heute fühlen, und unserer Gesellschaft fördern, damit die Menschen in Zukunft, vielleicht in 20 Jahren, so wie ich, stolz darauf sind, als Bürger dieses Land bezeichnet zu werden. Ich bin wie ein kleines Bäumchen, Mangobaum, hergebracht worden. Schaut mich an, ich sehe immer noch aus wie ein großer Mangobaum. Ein Mangobaum kann niemals eine deutsche Eiche werden. Aber habt ihr meine Wurzeln gesehen? Nein, den kann man von außen gar nicht sehen. Ein Baum wächst nicht ohne neue Wurzeln. Meine Wurzeln sind in Deutschland entstanden. Ich habe hier gegessen. Ich habe das Wasser hier bekommen. Ich habe den Schutz, die Geborgenheit in unserer Demokratie, in einem christlich geprägten Land bekommen. Es ist auch meine Pflicht, dafür zu sorgen, dieses wunderbares, christlich geprägtes Land die Menschlichkeit nicht verliert. Ich bin nicht freiwillig Flüchtling geworden, aber ich bin freiwillig nach Deutschland gekommen, weil es so schön ist, in einem Land zu leben, wo Demokratie herrscht, wo wir auf Grundgesetze achten. Wir dürfen niemals zulassen, dass unsere Grundwerte gefährdet sind. Ich möchte unseren Dialog. Ich möchte unseren Dialog fördern als stolze deutsche Staatsbürger. Lasst uns brüderlich mit Herz und Hand zusammenarbeiten. Ich überreiche symbolisch mein Buch Der fremde Deutsche unseren Bundesinnenminister, Heimatminister und natürlich unserer Kanzlerin Frau Merkel. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Bundesratspräsident, lieber Horst Seehofer, lieber Ministerpräsident Woidke, sehr geehrter Herr Weihbischof, Herr Fabricius, Exzellenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen,
des Deutschen Bundestages und der Landtage, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe natürlich nicht nur den Kollegen Seehofer, sondern auch die Kollegin Julia Klöckner und die Staatssekretäre, ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Lieber Herr Aruna Giri Nathan, das war eben eine berührende Rede, ein berührender Beitrag, den Sie uns gezeigt haben. Und ich will Ihnen sagen, unter den vielen Eichen, Tannen und Fichten freuen wir uns über den Mangobaum mit den Wurzeln. Und wir merken ja alle, es sind diese persönlichen Geschichten, die noch mal verdeutlichen, dass Flucht eben nichts Abstraktes ist, dass dahinter menschliche Schicksale stehen, leider eben allzu oft auch solche, die nicht gut enden. Flucht und Vertreibung sind Erfahrungen, die sowohl unsere Vergangenheit als auch unsere Gegenwart prägen. Vor 4 Jahren haben wir im Bundeskabinett entschieden, den Gedenktag für Opfer von Flucht und Vertreibung einzuführen, und zwar am 20. Juni, dem Weltflüchtlingstag der Vereinten Nationen. Es war und es ist uns wichtig, an diesem Tag die Stimme der deutschen Heimatvertriebenen der Kriegs- und Nachkriegszeit, so wie wir es hier auch so authentisch gehört haben von Ihnen, Herr Weihbischof, und die Stimme der Menschen, die heute auf der Flucht sind, gleichermaßen zu hören. Mehr als 70 Jahre liegt der Zweite Weltkrieg nun zurück, eine Zeitdauer von 2 bis 3 Generationen. Doch die Katastrophen des Krieges, des Holocaust und der Vertreibung wirken bis in die heutigen Tage nach. Das kann angesichts des Ausmaßes an Leid, Verbrechen und Vernichtung auch überhaupt nicht verwundern. Es sind auch und gerade die Erfahrungen und Lehren dieser Katastrophe, die die Grundlagen der Bundesrepublik Deutschland gelegt haben. Sie verpflichten und verändern auch das heutige Deutschland auf seinem weiteren Weg in Europa und in der Weltgemeinschaft. Ende 2017 waren 68,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Eine schier unvorstellbare Zahl. Die höchste seit dem Zweiten Weltkrieg. UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi sagte dazu völlig zu Recht, ich zitiere, welchen Maßstab man auch nimmt, diese Zahl ist nicht zu akzeptieren. Besonders bedrückend ist, dass unter den Fliehenden ungefähr die Hälfte Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind. Diese Mädchen und Jungen sollten spielen, sie sollten in die Schule gehen, wie wir es eben gehört haben, und sich in ihrem Zuhause sicher fühlen können. Und sie sollten nicht die Leidenden und die Ängste einer Flucht durchmachen müssen, die sie durchmachen. Die erschreckenden Zahlen machen deutlich, dass Flucht eine zentrale, globale Frage unserer Zeit ist. Eine Frage, die wir in Europa lange Zeit nicht so wahrgenommen haben, teils auch verdrängt haben. Ich habe das in meiner Regierungserklärung zu Beginn dieser Legislaturperiode gesagt. Und eine Frage, die uns gerade auch vielleicht deshalb jetzt vor ganz besondere Herausforderungen stellt. Ich möchte noch einmal betonen, es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern um ein Sowohl-als-auch. Deutschland steht sowohl zu seiner humanitären Verantwortung, Menschen zu schützen, die vor Krieg und Terror geflüchtet sind, als auch zu seiner Verantwortung für den Zusammenhalt in Europa. Beides gehört zusammen, denn wie man es dreht und wendet, Migration ist eine europäische Herausforderung, vielleicht im Augenblick unsere größte Herausforderung, und es geht um den Zusammenhalt dieser Europäischen Union. Ja, und wir müssen vor allen Dingen auch sagen, wir müssen Migration steuern und ordnen. Migration muss nach klaren Regeln erfolgen. Und wir müssen festlegen, möglichst mit gemeinsamen Standards in der Europäischen Union, wer zu uns kommen darf und bei uns bleiben darf und wer nicht. Es liegt ja im tiefsten Interesse unserer Länder, Europa zusammenzuhalten. Aus ureigenem Interesse gilt es, die großen Fragen der Außen-, der Flüchtlingspolitik, der Migrationspolitik gemeinsam zu lösen. Und es würde nicht gut sein, wenn das jeder zulasten des anderen täte. Aber eine gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik hat nicht nur eine innereuropäische, sondern vor allem auch eine außereuropäische Dimension. Wir müssen die Wurzeln von Flucht und illegaler Migration angehen.
Das heißt, Menschen sollten sich gar nicht erst zur Flucht gezwungen sehen. Sie sollten für sich und ihre Familien in ihrer Heimat Perspektiven sehen. Und daran zu arbeiten, das ist eine der schwierigen, langwierigen, aber trotzdem unglaublich wichtigen Aufgaben. Und ich glaube, man muss keine prophetische Gabe haben, wenn man sagt, das wird Europa noch die nächsten Jahrzehnte beschäftigen, insbesondere im Blick auf unseren Nachbarkontinent, den afrikanischen Kontinent. Deshalb investieren wir in die Förderung von Frieden und Stabilität ausgewählter Herkunfts- und Transitstaaten. Wir fördern Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Bildung und Beschäftigung und jetzt auch mit unserem zweijährigen Sitz im UN-Sicherheitsrat gerade die Fragen, die Flucht und Vertreibung hervorrufen durch Klimawandel und andere Naturkatastrophen. Kaum eine Krise oder ein Konflikt kann allein mit militärischen Mitteln gelöst werden. Humanitäre, entwicklungspolitische, wirtschaftspolitische, diplomatische, polizeiliche und manchmal auch militärische Maßnahmen müssen Hand in Hand gehen. Das ist unsere Überzeugung. Es gibt keine Entwicklung ohne Sicherheit und keine Sicherheit ohne Entwicklung. Das gilt auch für die immer noch dramatische Situation in Syrien. Viele Syrer sind in Nachbarländer geflohen. Und auch hier müssen wir ihre Lage verbessern. Ich werde heute Nachmittag nach Jordanien und den Libanon reisen. Zwei Länder, die eine große Zahl von Flüchtlingen aufgenommen haben, obwohl die Situation in ihren Ländern schon sehr auch anspruchsvoll und fragil ist. Glücklicherweise haben wir jetzt endlich die Bedeutung erkannt, heimatnah auch die Lager für Flüchtlinge, die Bildungsmöglichkeiten für Kinder zu unterstützen. Viele haben aus purer Existenznot keinen anderen Weg gesehen, als ihr Heil in der Flucht nach Europa, auch nach Deutschland zu suchen, selbst auf die Gefahr hin, dabei ums Leben zu kommen. Uns hilft zum Beispiel die EU-Türkei-Vereinbarung und die Türkei hat immerhin über 3 Millionen Menschen aufgenommen und damit dazu beigetragen, dass nicht noch mehr Menschen auf der Ägäis ihr Leben verloren haben. Wir verhandeln derzeit die Umsetzung der New Yorker Erklärung vom September 2016 zu einem globalen Flüchtlingsabkommen und einer globalen Vereinbarung zu sicherer, geordneter und regulärer Migration. Ziel ist es, die Erstaufnahmestaaten zu entlasten, Lösungen in Drittstaaten zu ermöglichen. Es geht immer darum, Verantwortung zu teilen. Und wir wissen, dass dabei, ich möchte fast sagen, noch unendlich viel zu tun ist. Aber bei allem dürfen wir nie vergessen, und das haben Sie uns ebenso eindrücklich beide eigentlich gesagt, dass es immer um Menschen geht. Um Menschen, die sehr häufig unverschuldet in Not geraten sind. Und deshalb ist unser Gedenktag bewusst den Opfern von Flucht und Vertreibung gewidmet. Den Opfern, denn die allermeisten Fliehenden sind Opfer. Die deutschen Heimatvertriebenen und ihre Angehörigen wissen nur allzu genau um die Tragweite dieses Begriffes. Die Heimatvertriebenen waren Opfer, die bitteres Unrecht erlitten haben. Aber wir verkennen auch nicht Ursache und Wirkung. Vertreibung und Flucht der Deutschen war eine unmittelbare Folge des von Deutschland begonnenen Zweiten Weltkriegs und der unsäglichen Verbrechen während der nationalsozialistischen Diktatur. Doch das ändert nichts daran, dass es für Vertreibung weder eine moralische noch eine politische Rechtfertigung gab. Die Lebensgeschichten der deutschen Heimatvertriebenen gehören zur deutschen Geschichte, zu unserem kollektiven Gedächtnis. Erinnern und Gedenken haben mit Wahrhaftigkeit zu tun und mit der Kraft, die eigene Geschichte auch anzunehmen. Annehmen, das bedeutet auch für die jungen Generationen, das Geschehen ein Stück weit zur eigenen Erfahrung werden zu lassen, es sich dadurch zu eigen zu machen. Der Weihbischof Pischel hat darauf hingewiesen. Es muss weitergetragen werden. Diese Aneignung historischer Erfahrung kann helfen, sich auch heutigen Fragen von Flucht und Vertreibung offen zuzuwenden. Auch deshalb ist es so wichtig, den Erfahrungsschatz der deutschen Heimatvertriebenen zu bewahren. Zweifellos, das will ich ganz deutlich sagen, kann man die heutige Flucht aus Syrien oder Afghanistan aus vielerlei Gründen nicht mit der damaligen Vertreibung, etwa aus Ostpreußen oder Schlesien, gleichsetzen. Sicher nicht. Aber die Fluchterlebnisse, der Heimatverlust, die Gefahren und Angstgefühle, sie ähneln sich. Ab Herbst 1944 zogen lange Flüchtlingstrecks aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten
Richtung Westen. Auch viele Deutsche, die in anderen Ländern Ost- und Südosteuropas lebten, mussten ihre Heimat verlassen. Millionen von Menschen, vor allem Frauen, Kinder und Ältere, machten sich auf den beschwerlichen Weg ins Ungewisse. Sie mussten nicht nur Wind und Wetter trotzen, sie waren auch An- und Übergriffen schutzlos ausgeliefert. Bis zu 2 Millionen Menschen sind infolge von Flucht und Vertreibung ums Leben gekommen. Und bei denen, die es in den Westen schafften, haben Hunger, Erschöpfung, Plünderung und Vergewaltigung oft lebenslange Traumata hinterlassen. Die Neuankömmlinge hatten ja fast alles verloren. Familie und Freunde, Arbeit und Ansehen, Haus und Heimat. Und ein derartiger Verlust lässt sich nicht vergessen und kaum überwinden. Der Dichter und Denker Johann Gottfried von Herder war der Ansicht, ich zitiere, Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss. Flüchtlinge und Vertriebene kommen erst einmal als Fremde. Sie müssen sich erklären. Von ihnen wird Anpassung erwartet. Auch hiervon können deutsche Heimatvertriebene berichten. Es war ja nicht so, dass die Deutschen im Westen nur auf sie gewartet hätten und sie mit offenen Armen überall empfangen hätten. In den Nachkriegsjahren fühlten sich viele schon allein durch die große Zahl der Neuankömmlinge bedroht. Durch den Zuzug der Vertriebenen wuchs die Gesellschaft um knapp 20%. Man muss sich das einmal vorstellen. Wohin mit all diesen Menschen? Wohnraum war sowieso schon zu knapp in den ausgebombten Städten. Viele wurden in Privathäuser, oft auch zwangsweise einquartiert. Keine einfachen Voraussetzungen für Integration. In der sowjetischen Besatzungszone und später in der DDR fürchteten die Machthaber, dass Vertriebene das Verhältnis zu den sozialistischen Nachbarstaaten belasten könnten. Viele Vertriebene hatten erst nach 1989 die Möglichkeit, überhaupt offen über das Erlittene zu sprechen. Hier hat der Bund der Vertriebenen mit seinen neu gegründeten Landesverbänden unglaublich wichtige Arbeit geleistet, für die ich ganz herzlich danken möchte. Dass letztendlich in beiden Teilen Deutschlands Integration trotz aller Widrigkeiten gelang, war vor allem ein Verdienst der Vertriebenen selbst. Entwurzelt zu werden, aber in der Ferne einen Neuanfang zu wagen, mit anzupacken und Deutschland hüben wie drüben wieder aufzubauen, das ist eine persönliche, kulturelle und gesellschaftliche Leistung, die zu den großen Erfolgsgeschichten der Bundesrepublik Deutschland und unseres ganzen Landes gehört. Und so möchte ich Johann Gottfried von Herder antworten, auch da, wo man sich erklären muss, kann man eine neue Heimat finden. Wer aber Flucht und Vertreibung nicht selbst durchmachen musste, kann kaum ermessen, was diese Erfahrungen bedeuten. Aber wir können versuchen, sie zu begreifen. Wir können zuhören und lernen, auch damit kein neues Leid durch Leugnung, Verdrängung und Nichtbeachtung entsteht. Auch deswegen ist es uns als Bundesregierung wichtig, Erinnerungskultur zu stärken. Deswegen bin ich auch froh, dass wir die Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung haben. Und ich bin froh, dass wir der Eröffnung des Dokumentationszentrums deutlich näher gekommen sind, auch wenn sich die Zeit hinzieht. Im letzten Jahr wurde nämlich das Konzept zur Dauerausstellung verabschiedet. Wir wollen auch die Erinnerung an die deutsche Kultur- und Siedlungsgeschichte im östlichen Europa wachhalten. Deshalb haben wir die Fördermittel für ihre Erforschung und Vermittlung erhöht. Seit 2017 stehen jährlich 1 Million Euro zusätzlich zur Verfügung. Für uns steht der Gedanke von Versöhnung, Verständigung und Verstehen im Mittelpunkt. Indem wir die vor Ort lebenden deutschen Minderheiten unterstützen, schärfen wir zugleich den Blick dafür, wie viel uns in Europa miteinander verbindet. Und der Versöhnungsgedanke leitet uns auch bei der Anerkennung des individuellen Schicksals durch die Gesellschaft. Allerdings hat es sehr lange gedauert, bis wir 2016 eine Anerkennungsleistung für ehemalige zivile deutsche Zwangsarbeiter beschlossen haben. Über 46.000 Personen, die in den ehemaligen Ostgebieten nach dem Krieg Zwangsarbeit leisten mussten, haben daraufhin einen Antrag auf Entschädigung gestellt. Ich bin froh, dass so viele dieses Angebot angenommen haben. Verantwortung tragen wir auch für die Aufnahme und Integration von Spätaussiedlern.
Mehrere Tausende von ihnen kommen weiterhin jedes Jahr nach Deutschland. Seit 1950 hat die Bundesrepublik etwa 5 Millionen Aussiedler, Spätaussiedler und Familienangehörige aufgenommen. Meine Damen und Herren, Flucht und Vertreibung gehören zu unserer deutschen und europäischen Geschichte. Wir wollen die Erfahrungen der Geflüchteten, der Vertriebenen und der deutschen Minderheiten hören, ihre Kultur und ihre Erinnerungen pflegen. Wir wollen daraus lernen. Denn Flucht mit all ihren Facetten und Folgen gehört auch zur deutschen und europäischen Gegenwart. Migration und Integration sind drängende Fragen unserer Zeit. Wir brauchen konstruktive, humane und europäische Antworten. Das alles ist leichter gesagt als getan. Es geht um Menschenleben. Es geht vor allen Dingen um Perspektiven in den Herkunftsländern. Es geht um den Kampf gegen die menschenverachtenden Machenschaften von Schleppern und Schleusern. Es geht um die Bekämpfung von illegaler Migration. Es geht um eine geordnete und gesteuerte legale Zuwanderung. Es geht um gelungene Integration und es geht um den Zusammenhalt. Kurzum, es geht auch heute um sehr viel, für das es sich lohnt, sich einzusetzen und an das uns auch dieser Gedenktag mahnt. Ich möchte mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und glaube, dass die Entscheidung von vor 4 Jahren eine ganz wichtige war. Eine, die uns zeigt, was wir in der Vergangenheit bewältigt haben, wie Vertriebene dazu beigetragen haben, diese Bundesrepublik Deutschland zu formen und wie wir unsere Verantwortung auch in Zukunft leben müssen. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, Herr Bundesratspräsident, Herr Bundesinnenminister, hochwürdiger Herr Weihbischof, lieber Dr. Umes, Exzellenzen, liebe Landsleute, meine Damen und Herren, ich möchte zuerst Ihnen, lieber Dr. Umes, danken für die Schilderungen Ihres Schicksals und den unglaublichen Optimismus, den Sie damit in diesen Gedenktag hineingetragen haben. Dankeschön. Meine Damen und Herren, weit über 2 Millionen deutsche Zivilpersonen starben in den letzten Kriegsmonaten und nach Ende des Zweiten Weltkriegs allein durch Deportation, auf der Flucht vor der Roten Armee und während oder infolge der Vertreibungen aus ihren Heimatgebieten. Heute gedenken wir zuerst dieser Menschen, die nicht nur Flucht und Vertreibung ertragen mussten, sondern die dabei zu Tode kamen. Sie konnten uns ihr Martyrium nicht mehr erzählen. Sie konnten, anders als die heute noch lebenden Zeitzeugen, von denen ich einige im Publikum sehe, Sie, Herr Weihbischof, gehören dazu, niemals an einer Gedenkstunde wie dieser teilnehmen. Darum müssen wir ihre Geschichte erzählen, auch wenn vor dem millionenfachen sinnlosen Tod Sprachlosigkeit eigentlich selbstverständlich wäre. Im Zuge des zu Ende gehenden Zweiten Weltkriegs wurden Millionen unserer eigenen Landsleute vertrieben und verjagt. Sie verloren ihre Heimat, all das, was Heimat ausmacht. Es ist gut, dass wir uns seit einiger Zeit wieder mehr mit der Heimat beschäftigen. Wenn wir als Gesellschaft den Wert von Heimat wiedererkennen und diese Erkenntnis zunehmend zulassen, wird es vielen auch wieder leichter fallen, jeden Menschen zu gedenken, die aus der eigenen Heimat fliehen mussten oder vertrieben wurden. Eine Erfahrung, die zum Glück nicht jeder in diesem Lande teilt. Heimat ist für jeden von uns nicht nur Notwendigkeit, sondern heute zum Glück aktuelle Realität. Auch für den einen oder anderen stattlichen Mangobaum in einem Land von Fichten, Tannen und Mischwäldern. Sie war es vor über 70 Jahren auch für die über 2 Millionen deutsche Todesopfer aus Schlesien, aus Pommern, aus Ostbrandenburg, aus Danzig, dem Baltikum,
aus Ost- und Westpreußen, aus dem Sudetenland, dem Karpaten- und dem Donauraum, den deutsch besiedelten Gebieten Russlands und der Ukraine. Meine Damen und Herren, es war im Oktober 2016, dass ich als Präsident des Bundes der Vertriebenen an der Einbettungszeremonie von 265 Opfern, die im Februar und März 1945 im Lager Kaltwasser bei Bromberg gestorben sind, teilnehmen und Worte des Gedenkens sprechen durfte. Bei diesen zivilen deutschen Kriegstoten handelt es sich um Personen, die vom sowjetischen Geheimdienst festgesetzt und im Lager interniert und dann zu Tode gebracht wurden. Die Initiative dafür, dass diese Toten identifiziert werden konnten und endlich ein Grab bekamen, ging vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge aus. Diese Massenbeisetzung in Neumark, polnisch Stare Czarnowo, hat mich tief bewegt. Noch vor nicht einmal 30 Jahren wäre es unmöglich gewesen, in Polen der Toten beider Seiten gemeinsam zu gedenken. Unter unserem gemeinsamen europäischen Dach ist es endlich möglich, grenzüberschreitend im Gedenken und in Trauer an den Gräbern der Toten zusammenzukommen. Die Würdigung der Toten darf nie wieder durch nationale Grenzen behindert werden. Im Namen der Überlebenden und im Gedenken an die Todesopfer danke ich dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, dass er sich seit ein paar Jahren auch um die Klärung von Flüchtlings- und Vertreibungsschicksalen verdient macht. Denn detaillierte Angaben über zivile Tote fehlen fast völlig. Hinweise auf Soldatengräber oder Friedhöfe finden sich reichlich. Aber darüber, wo tote deutsche Zivilisten in den Kriegswirren und danach einfach verscharrt wurden, hat niemand Buch geführt. Im Namen der Überlebenden und im Gedenken an die Todesopfer danke ich der Bundesregierung, dass sie mit dem 20. Juni diesen lange überfälligen, notwendigen nationalen Gedenktag geschaffen hat. Es ist nun an uns allen, ihm, so auch heute, die nötige Tiefe und die aus Achtung vor dem Tod von Millionen Zivilisten erwachsene Würde zu verleihen. Wir, meine Damen und Herren, wollen niemals vergessen, dass jede Vertreibung, jede ethnische Säuberung, gleichgültig wo, wann und aus welchen Gründen, immer Verbrechen sind.